Moin, ihr Minecraft-Fans, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich kann nicht mehr reden. Yippie-yay. Wir sind wieder zurück zu Tixis Königreich. Ja, in der letzten Folge haben wir den Geheimgang in der Bibliothek schon mal vorbereitet. Er funktioniert auch halbwegs. Ich bin aber so ein bisschen unzufrieden, wie ich den jetzt verpackt habe. Da warte ich immer noch vielleicht auf den einen oder anderen Vorschlag. Wenn nicht, dann müsste ich so oder so mal bei YouTube gucken, ob ich da das ein oder andere Behilfsvideo finde. Aber ich habe erstmal Schluck auf. Ich werde ihn erstmal so lassen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen wollte. Werde mal hier kurz nach draußen gehen, um zu schauen, ob wir da vielleicht Dunkelheit, Finsternis oder sogar Regen haben. Ja, es schneit. Sehr freundlich, danke. Ja, das Teil haben wir auch noch nicht fertig gebaut. Das soll. Nun ja, soll gerade durch den Boden ein Kerker kommen? Eigentlich nicht, ne? Nee, 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 das werden wir nicht machen. Stimmt, ich hatte bei dem Brunnen doch die Idee mit dem Gold reinwerfen und dann öffnet sich das Tor. Naja, kleine süße Tür öffnet sich dann, nicht das Tor. Geht das überhaupt? Was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Bisschen länger her, ne? Gut, das funktioniert. Gut. Da werden wir uns so oder so noch etwas einfallen lassen. Wir wollten ja erstmal so oder so die Bibliothek machen, die immer noch nicht fertig ist. So wie die ganze Burg allgemein, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir brauchen ganz dringend mal eine Treppe nach unten. Machen wir hier auch ein paar. Ja, komm hier, Bücher. Sehr schön. Die Decke müssen wir noch ein bisschen angleichen. Die ist ein bisschen uneben wegen der Burg oben. Das ist ja der Thronsaal und da geht es dann weiter zum Innenhof. Ich würde sagen, da machen wir halbe Slabs ran. Heißt nicht so halbe Slabs? Habe ich das richtig ausgesprochen? Stufen. Holzstufen machen wir dann. Machen wir hier oder machen wir noch eins hier? Wir machen hier. Ja, genau. Und hier geht's dann nach unten. Wo auch immer unten ist. Hier noch ein kleines Lichtlein. Bevor hier irgendwas spawnt. Wahrscheinlich ist die ganze Burg oben voll mit irgendwelchen Viechern, die sich gegenseitig High Fives geben. Was? Ja, ich sollte mal, glaube ich, wirklich die. Nein! Die Burg ein bisschen säubern. Eins, zwei, drei. Bei der dritten. Eins, zwei, drei. Bisschen ungünstig. Ja, okay, wir bauen hier eins weiter rein. Dann suche ich mal das hier. Das, komm. Das technische Zeug können wir erstmal wegpacken.
Können wir das so lassen? So. Zack. Hier ist das hin. Es müsste noch eins weiter, ne? Ja, wir packen das noch eins weiter. Warte. So, zack, zu. Das auch. Das bauen wir eins weiter. Fast genau so. Ja, ich glaube, damit kann man leben. Können wir anbieten. So, wir brauchen einmal bitte Stufen. E-Stufen. Wollen wir bei Holz bleiben? Wir uns immer noch entscheiden, ob wir Stufen aus Holz oder Stufen aus Stein nehmen. Wenigstens haben wir jetzt eine Treppe nach unten. Licht, Licht, hier soll nichts spawnen. Kann man anbieten. Ich würde ja gerne auch einen Sessel hinstellen. Ich habe aber momentan immer noch nicht die genau die Dinger drauf, wo wir die ein oder anderen Items mit draufpacken können. Oder Deko. Das gute Stück geht auch. Ist jetzt nur die Frage, wohin geht's da lang und wohin geht's da lang? Wir können noch ein Schwimmbad hinbauen. Ein Aquarium oder Swimmingspool. Genau, Swimmingspool. Ja, komm, wir machen auf beiden Seiten. Wir machen auf beiden Seiten 1, 7, 8, 8. 1, 2, 3. Korrigiere machen wir nicht. Ich glaube, eine Seite reicht vollkommen. Scheiße. Ungünstig. Kann man irgendwie bescheißen? Vielleicht? Ich glaube, nee. Wir brauchen die 8. Ja, ich glaube, wir brauchen die 8. Eins, zwei, drei. Verdammt! Genau das ist die. So. Das bekommt keiner mit. Absolut gar nicht. Dass ich hier ein bisschen rumfusche. Ach, mehr Platz brauchen wir auch hier nicht. So, zack. Das Flugzeug schwebt hier rum. So, wir machen mal wieder eine Runde Tag für uns. Da legt sogar ein Huhn Ei, das freut sich schon mal drauf. Hat keiner mitbekommen. Und hier wird es dann hochgehen.
geht's hier noch eine Runde weiter. Mit bisschen Licht. Ey, diese Pferde, die Kali da oben hingepackt hat, die werde ich irgendwann noch töten. Und das bekommt Kali noch nicht mehr mit. Nur das Beutelchen. Ich glaube, ich würde jetzt dann gleich einen Kommentar von Beutelchen unter dieser Folge bekommen, dass es doch nicht sein kann und dass ich die Finger von den Viechern lassen soll. Sonst gäbe es eine Nackenschelle, die sich sehen lassen kann. Aber was soll Beutelchen machen? Sie ist ja nicht da. Perfekt. Was will man mehr? Mehr Decke. Ich wollte gerade sagen, ey, wir können hier eigentlich noch... noch eine Bibliothek machen. Dass es verschiedene Abschnitte sind. Und bei dem Geheimgang ist... die größte Bibliothek. Ich weiß aber jedoch nicht, wie groß der Berg ist. Was wollen wir in der Bibliothek reinpacken? Außer dieses Verzauberungsbuch. Das haben wir. Ja, Truhen können wir reinpacken. Enderportal könnten wir reinpacken. So besonders viel haben wir nicht. Wartet mal, ich will kurz was gucken. Ich glaube, das sieht besser aus. Nun muss ich dann oben nochmal die ganzen Lampen setzen. Hey, hier ist nur schlechtes Wetter in dieser Minecraft-Welt. Deswegen spinnt er ein bisschen. Ja, das ist doof. Nein, das ist... funktioniert doch. Wir könnten auch einen Raum mit Beutelchens geheimer Honigfarm machen. Darum darf sich dann die Kali immer kümmern. So ein extra Folterraum für unsere Nichtfürstin. Das ist es. Leute, das ist es. Und wenn Kali irgendwann auf diesem Server ist, sagen wir, drück mal diesen Knopf, dann macht sich unter ihr so eine Schlucht auf, wo sie dann reinfällt. Die verschließt sich dann automatisch wieder und da sind überall Bienchen. Das ist es. Nice. Nehmen wir. Und wie irgendjemand petzt. Eine kleine Überraschung. Sehr schön. Aber nur wo?
Naja, beim Kerker würde es sich ziemlich gut machen. Ich muss demnächst mal hier rumgehen und die ganzen Viecher töten. Genau die Schlurfviecher da oben. Ich weiß noch nicht mehr, wo die sind. Tatrata. Außer Tatrata hier. Das müssen wir auch noch machen. Besser. Wesentlich besser. Alles klar, ich gehe mal nach oben. Ich glaube, die machen da oben gerade Party. Damn. Nein, ihr bleibt. Lass mich da mal bitte hier rein. Die Bibliothek müsste hier anfangen. Was sind diese? Ich werde verarscht. Ich werde verarscht. Unten. Sind definitiv unten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit mir. Kommen der Sache schon näher. Die sind auf jeden Fall hier. Hi! Jetzt mal ausleuchten alles. Oh, wir haben nur einen gefunden. Na. Einen kleinen süßen Zombie haben wir gefunden, aber die ganz kleinen Viecher. Nö. Einfach mal die Tür zugemacht. Könnten ein paar spawnen. Ich höre keine mehr. Ist merkwürdig. Wir haben auf jeden Fall bei der Burg noch sehr viel vor uns. Einen Stall dürfen wir auch noch bauen. So viel. So,
So, die scheint da unten noch zu leben. Wartet mal. Okay, das ist ausgebaut. Das ist ausgehöhlt. Das gute Stück dürfen wir auch noch verschönern. Das kommt auch noch auf uns zu. Ich glaube, das sage ich jedes Mal. Nö. Hier ist nichts mehr. Das Teil muss ich da hinten auch mal endlich fertigstellen. Ich glaube, das war das Beutelchen. Danke, Beutelchen, für diese Lichter. Ganz, ganz schick. Da lebt trotzdem eins noch. Okay, wir können eh nicht alle fernhalten. Und da könnte man auch was Schickes draus machen. Verdammt. Ich glaube, ich werde an diesem Projekt Ewigkeiten sitzen. Und wir wollten noch Atlantis bauen. Also. Dann wollten wir einen Bahnhof noch bauen. Da unten soll er hin. Fertig. So. Das Teil haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Hier wollten wir eigentlich einen Baum noch hinstellen. Warte mal bitte kurz. Packen wir erstmal das alles hier weg. Sind denn die Sitzlinge? Wir wollen das Schwarzeichensitzling. Das oder das? Es wird nicht symmetrisch. Wir probieren es einfach mal. Wo war denn? Knochenmehl. So viele Teile brauchen wir auch nicht. Haben wir denn jetzt gesetzt? Tropen, ne? Ja, ich glaube, wir haben gerade einen Tropenbaum gesetzt. Der ist schon besser. Lass mich doch mal den Schwarzdings gucken. Wie der aussieht. Oder wie Kali das meinte, einfach selber einbauen. Ich glaube, wir werden den dann selber bauen. Hat keiner gesehen. Nein, hat keiner gesehen. Wachso-Baum. Nämlich nicht. Ja, Leute, und sonst so? Geht's euch allen gut? Wer muss schon zur Schule? Wer muss zur Arbeit? Bäumchen.
Alter Falter. Na, da. Rio. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir bauen den selber. Bin ich nicht zufrieden. Ist noch die Frage, was für Holz wir nehmen. Dunkel, ne? Wie eh und je dunkel. Den Garten müssten wir eh irgendwann mal machen. Wir noch ein bisschen Erde hinsetzen und ja, uns fehlt so einiges. Die Hühner oben, oder besser gesagt unten, die müssen ja unten gerade sitzen, die werden demnächst in den Kochtopf landen. Sieht so dunkel aus. Könnt ihr hier auch ein paar Bienen hinpacken? Bienchen. Ups. Keiner gesehen. So, das Teil funktioniert. Hier wollten wir ja nach unten. In die Kammer des Schreckens. Vorher ist nämlich alles pink. Passt perfekt. So, was sagt denn die Bibliothek? Hi, immer noch. Dann machen wir... Das sind die Pferde. Ja, das sind die Pferde. Wir machen ganz tolle Sachen. Das ist das Problem hiermit, ne? Besser. Das ist ungünstig. Und sehr dunkel hier hinten. Könnten die Decke auch ein bisschen heller machen, aber nee, bleibt dunkel. Bleibt dunkel wie I und I. Ach ja, vielleicht ein bisschen Farbe noch rein. Können wir ja später noch entscheiden. Habe ich gerade eine Kalli gehört? Schade, dass wir nicht die Möglichkeit haben, nach oben zu bauen. Sonst würde ich ja die Decke so ein bisschen Licht hereinbauen, aber wir kommen dann in den Thronsaal rein. Dass wir hier das Weiße ein bisschen weiter ziehen können. Wartet mal. Haben wir weiße Quarz, könnte ich anbieten. Aber ist jetzt auch nicht das Highlight. Ein weiße Quarzstein.
Was auch immer der Unterschied sein möge. Außer, dass der eine glatt ist. Und der andere einfach nur ein Quarzstein. Ah, verstehe. Ich nehme mal den glatten. Was super wäre noch bei Minecraft, wären hier halbe Glowstone-Steine. Das wäre noch interessant. Oder Glowstone-Stufen. Vielleicht auch Treppen. Wir könnten auch versuchen, hier ein Muster reinzubekommen mit blauen Halbstufen oder vielleicht doch rosane Halbstufen oder vielleicht doch eher die Farbe vom Holz. Ich glaube doch. Laub. Das Helle hebt sich dann so ein bisschen von den Ganzen ab. Ah, doch. Kann man lassen, ne? Kann man den Boden unten lassen noch verwenden? Vielleicht? Du bist glatte Glatterstein. Dann könnte man eigentlich auch schauen, ob wir... An den habe ich gerade so ein bisschen gedacht. Mitte. Habe ich vielleicht noch Stufen? Vielleicht. Oder. Natürlich dann ein bisschen größer. Naja. Ist jetzt nicht gerade der Wow-Effekt bei mir. Quarztreppe. Der Donner gibt mir recht. Klatter. Sehr schön. Wetter. Machen wir mal klar. Leicht schräg, ich seh's. Aber hat irgendwie dann nichts mehr, was mit einer Bibliothek zu tun hat. Irgendwie brauchen wir einen Kronleuchter. Der würde dann eher passen. Aber wir machen erstmal hier Licht. So, zack, zack, Freude im Herzen. Licht, 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 Licht. So. Nein, sieht doof aus. Wir wollen die ja noch begutachten. Haben wir eigentlich in dieser Folge heute irgendwas gemacht? Nee, ne? Wo sind diese kleinen Kacki-Zombies?
Ich höre euch. Oh, ich habe die Tür kaputt gemacht. Ach, Mann. Was war das? Haben die Eier gerade gleichzeitig ein Ei gelegt, als sie gesehen hat, haben, dass es hell wird? Sehr schön. Nicht so schön. Da müssen wir gegen vorgehen. Dann können die sich hier nicht verstecken. Die kleinen Hosenscheißer. Die garantiert hier spawnen. Bitte lieben. Die Bienchen haben Freude im Thronsaal. Das ist sehr schön. Aber den Berg sollten wir uns auch irgendwann mal anschauen. Guck mal, ganz viele Creeper. Wir sind noch nie hier in die Richtung lang geflogen. Zwar ein bisschen weiter weg. Da sind wir so ein bisschen lang, aber hier sind wir noch nie. Hi, Jungs. Was geht denn? Nicht viel, ne? Guck mal, ich mach ein bisschen Licht für euch, damit die hier auch nicht spawnt. Na, du guckst, ne? Oh. Und hier geht's ja weiter. Gucken wir irgendwann mal später rein, wenn wir im Survival-Mode drin sind. Na, ihr kleinen Hosenscheißer. Na du, auch kleiner Hosenscheißer. Und Hosenscheißer Nummer 20. Könnte man auch was Cooles draus bauen? Ein Tempel. Das wäre der Eingang. Hier würde es dann der Berg so ein bisschen. Berg? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Ideen. Ich komme einfach nicht weiter. Verdammt. Ah. Gut, ihr Lieben. Aber wie gesagt, ich werde hier eine kleine Pause machen. Besser gesagt, ein Cut. Es ist nicht so. Ich bedanke mich fürs Zusehen und zur nächsten Folge. Ciao, ciao.